Am Anfang war das Wort. Es war Martin Luther, der sich auf das Wort berief und eine Bewegung auslöste, die als Reformation Geschichte schreiben sollte. Die Reformation beeinflusste Kirche und Theologie, prägte Musik, Kunst und Sprache. Die tiefen gesellschaftlichen Umwandlungsprozesse, die mit ihr einhergingen, veränderten die Wirtschafts- und Sozialsysteme in Deutschland, Europa und der Welt. Der Lutherweg in Sachsen lädt ein, Wirkungsstätten Martin Luthers und anderer Reformatoren zu besuchen. An 26 Stationen kann man an historischen Orten die bis heute spürbaren Auswirkungen und Impulse der Reformation nachvollziehen. Der Lutherweg Sachsen führt als Wanderweg durch landschaftlich reizvolle Regionen und in Orte mit einer lebendigen Geschichte. Die Stationen des Weges laden zu zahlreichen Entdeckungen und interessanten Begegnungen ein. Die Stadt Torgau entwickelte sich im 16. Jahrhundert zum politischen Zentrum im ernestinischen Sachsen. Schloss Hartenfels gehört zu den bedeutendsten Schlossbauten der Frührenaissance in Deutschland. Das von Luther häufig besuchte Torgau galt als Amme der Reformation, während man das nahe Wittenberg als Mutter der Reformation bezeichnete. Ein besonderes architektonisches Kleinod der Schlossanlage ist der große Wendelstein. Im Jahre 1544 wurde durch Luther die Torgauer Schlosskirche als erster protestantischer Kirchenneubau geweiht. Die schlichte Kirche zeugt von den Schwerpunkten der reformatorischen Lehre, der man sich hier früh zuwandte. Die imposante Erscheinung der Marienkirche mit ihrem spätgotischen Kirchenschiff prägt das Stadtbild Torgaus. Hier fand Luthers Frau, Katharina von Bora, ihre letzte Ruhestätte. Auf dem Epitaph ist sie mit ihrem Wappen und der Lutherrose dargestellt. Auf der Flucht vor der Pest erlitt sie vor Torgau einen Unfall und verstarb am 20. Dezember 1552 an dessen Folgen. Im Sterbehaus erinnert eine Ausstellung an das Leben und Wirken der Frau an Luthers Seite. Torgau ist eine Stadt mit einer mehr als tausendjährigen Geschichte. Die Heidegebiete und die Elbauenlandschaft in ihrer Umgebung machen sie zu einem guten Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Ausflügen. Bad Düben ist Station des Lutherweges. Der Reformator nahm den Weg durch die Heide mit dem Muldeübergang auf seinen Reisen öfter in Anspruch. Im nahegelegenen Burggarten kann man heute an der Bergschiffmühle lebendige Geschichte erleben. Die Burg, die der Stadt einst den Namen gab, war Verhandlungsort in einem Rechtsstreit, den Heinrich von Kleist später in seiner berühmten Novelle Michael Kohlhaas verarbeitet hat. Der ausgedehnte Naturpark lädt zu Wanderungen ein. Wer seinen müden Beinen etwas Gutes gönnen möchte, kann in Bad Düben zahlreiche Kur- und Erholungsangebote nutzen. Am Rand der Dübener Heide liegt die beschauliche Gemeinde Dreiheide mit ihrem Ortsteil Sübtitz. Die Sübtitzer Winzer waren als geschickte Weingärtner bekannt. Davon zeugt heute noch das Ortswappen. Der Sübtitzer Rebensaft wurde auch von Martin Luther geschätzt. Der Reformator hat den Ort und die Kirche St. Marien mehrfach besucht. Die meterdicken Mauern im Turmbereich der Kirche zeugen noch heute davon, dass dieses Gotteshaus im 13. Jahrhundert als romanische Wehrkirche errichtet wurde. Auf dem Eilenburger Burgberg hat man vom altehrwürdigen Sorbenturm eine wunderbare Aussicht über die Muldestadt. Die Ursprünge der nahegelegenen Marienkirche reichen in die Zeiten der Stadtgründung zurück. Ihre heutige Gestalt erhielt sie bei Umbauarbeiten im 16. Jahrhundert. Martin Luther weilte mehrfach in Eilenburg und predigte an der Marienkirche.
Der Reformation und weiteren Kapiteln der wechselvollen Stadtgeschichte widmet sich das Eilenburger Stadtmuseum. Historische Dokumente und Zeugnisse illustrieren anschaulich die mehr als tausendjährige Entwicklung der Stadt. Am Rande der Dahlener Heide gelangt man in die Gneisenau-Stadt Schildau, deren Marienkirche bereits von Weitem die Wanderer grüßt. Aus der Zeit der Ortsgründung stammen ihre Ursprünge. Heute präsentiert sie sich als dreischiffige Basilika mit romanischen, frühgotischen und klassizistischen Elementen. Von der Handwerkskunst früherer Generationen zeugt auch der Schlüssel zur Sakristei. Auch die 200 Jahre alte Voglerorgel erklingt wieder bei Konzertveranstaltungen. Vor der Kirche steht einer der ältesten Maulbeerbäume Deutschlands. Der seltene Baum mit seinen wohlschmeckenden Früchten soll 1518 gepflanzt worden sein. Das nahegelegene Sitzenroda war eine der zahlreichen Wegstationen Martin Luthers. Die heutige Kirche mit ihren sehenswerten Holzschnitzarbeiten wurde im Jahr 1571 errichtet. Als eine der ältesten Städte in Sachsen wurde Wurzen im Jahre 961 erstmals urkundlich erwähnt. Wurzen bietet ausgiebig Gelegenheit, im historischen Zentrum der Stadt Ruhe und Beschaulichkeit zu genießen. Das ehemalige Bischofsschloss und der benachbarte Dom gehören zu den Wahrzeichen der Stadt. Ein Streit zwischen den sächsischen Herrscherhäusern konnte Ostern 1542 beigelegt werden. Luther ermahnte, in der sogenannten Wurzener Fehde beide Herrscher sich für den Frieden einzusetzen. Die Trebsener Stadtkirche mit ihrem markanten Zwiebelturm dokumentiert in einzigartiger Weise mehr als 9 Jahrhunderte christlicher Bau- und Kulturgeschichte. Bei einem Besuch der Schmuckenkirche gibt es einiges zu entdecken. Der Altartisch stammt aus der Kirche des ehemaligen Grimmaer Augustinerklosters. Sehenswert ist auch das barocke Deckengemälde, das die Himmelfahrt des feurigen Elias darstellt. Die Familie von Minkwitz als Trebsener Schlossherrschaft stand in engem Kontakt mit Martin Luther. Leipzig schrieb mit der Disputation auf der damaligen Pleißenburg ein wichtiges Stück Reformationsgeschichte. Die traditionsreiche Handels- und Messestadt war ein Zentrum der damaligen Zeit. Sie präsentiert sich auch heute als eine facettenreiche Metropole, die ihren Besuchern als Stadt der Wissenschaft, Kunst und Kultur einiges zu bieten hat. Die Thomaskirche ist Heimstatt des Thomanerchores. Der berühmte Knabenchor gehört untrennbar zur Musikstadt Leipzig und trägt den Namen der Stadt in die ganze Welt. Fest verbunden mit der offiziellen Einführung des neuen Glaubensbekenntnisses war Luthers Pfingstpredigt 1539 in der Thomaskirche. Der Zuspruch unter den Leipzigern war enorm. Für den weiteren Fortgang der Reformation spielte die Stadt eine wichtige Rolle. Das Stadtgeschichtliche Museum im Alten Rathaus widmet sich in einer eigenen Abteilung
dem Wirken Martin Luthers und seiner Weggefährten im Kernland der Reformation. Ein besonderes Kleinod unter den Exponaten ist der originale Ehering Katharina von Boras. Leipzigs Innenstadt bietet eine lebendige Mischung aus Tradition und modernem großstädtischen Flair. Einen Besuch sollte man auch der Nikolaikirche abstatten, die dem Schutzpatron der Kaufleute geweihte Leipziger Stadtkirche mit ihrem klassizistisch gestalteten Kirchenschiff lädt zum Innehalten und Verweilen ein.